Willkommen zurück bei euren Hunter Again. Entschuldigung, dass ich so lange nicht mehr online war, aber ich habe leichte Probleme mit meinem Hals und mit meinem fieberkranken Körper. Ja, ich fahre heute den M8A1 in einem Standardgefecht auf der Map Klippe. Ich bin hier in einer 5er Lobby gelandet. Ja, wie ihr seht, habe ich nicht die Top Gun rein, die große Kanone, sondern lieber eine kleine Gun. Mit der lade ich 2,3 Sekunden nach zurzeit. Eigentlich schneller, aber. Ja, halt. Ich habe mich dafür entschieden, hinterm Baum zu stehen, weil man vom Baum aus schießen kann, ohne entdeckt zu werden. Natürlich kann man auch Blightshot setzen, weil genau dort kommen eigentlich immer die meisten. Da ich gedacht, der hätte getroffen, weil der nirgendwo eingeschlagen ist. Aber hat nicht funktioniert, da sehe ich den M5 Stuart. Hier, das hat mich verwundert, dass der Schuss vor ihm in den Stand gegangen ist. Aber nun ja, der Ram 2. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Naja, der ging nicht durch. Ah, B1. Starker Panzer von vorne. Naja. Wirkungstreffer. Wenn man nicht gerade einen M8A1 ist. Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das war der erste. Wirkungstreffer. Wir sind jetzt schon bei 386 Damage. Wir haben sie. Ja, das war jetzt nicht viel mehr. So, 400. Der ist abgeprallt. Ja. Der gegnerische Ram 2 hat noch 300 Life und die Arti wird ihn gleich rausholen. Auf jeden Fall. So. Dieses Spiel zeigt mal wieder, was man machen sollte, wenn man zwar schwache Panzerung hat, aber ein bisschen Leben. Also ihr seht, ich war jetzt hier ganz schön aggressiv, was mir sehr verwundert hat, dass ich den M3 Lee nicht mehr gesehen hatte. Hab gedacht, vielleicht mache ich einen Blindshot. Hab gesagt 2. Und fahr mal weiter. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt mich gerne mal anschreiben, ob ihr mal mit mir spielen wollt. Wenn ihr heute online seid, könntet ihr sogar heute noch mit mir gewinnen. Was ich dann noch sagen wollte, ich habe heute schon ein Minecraft-Let's Play gemacht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ist abgeprallt. Und ich habe vor, mit euch sozusagen ein richtig schönes Minecraft-Let's Play zu machen, wie ihr wollt. Also, eure Wahl. Das ist mir jetzt sehr verwundert. Nun ja, auf jeden Fall, ich habe vor, ein Minecraft-Let's Play zu machen. Und wenn ich die 50 Abonnenten geknackt habe, habe ich sogar vor, für euch entweder einen Minecraft-Account zu kaufen oder einmal 20 Euro Passive Card. Wie man sie gewinnen kann und alles Mögliche werde ich euch noch erklären. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Feuererlaubnis erteilt. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wo also, sind sie hin? Der Motor hat keine Leistung. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Dieser Panzer ist mir einfach mal eiskalt hinterhergefahren und hat mich behindert. Ich hätte locker 2 Schuss von denen gefressen, wenn er nicht im Fahren geschossen hätte. Aber, wisst ihr, was ich meine? Das könnt ihr nicht machen, Leute. Ihr könnt nicht hinter einem anderen Panzer fahren, der Feindfeuer kriegt. Nun ja. Das werde ich ihm auch gleich mal beantworten, was ich dazu halte. Ja. Echt, sorry für denjenigen, der das ist, aber Entschuldigung. Sowas kann ich mir nicht antun. Also, ich brauche Leute, die nicht auf mich schießen, ich brauche Leute, die mir helfen. Feuererlaubnis erteilt! Der ist abgeprallt! Boah, war kurz. Wo? Also, das ist jetzt echt ein bisschen seltsam, das möchte ich mir gleich mal angucken. Na, ist jetzt egal. Wirkungstreffer! Ziel verloren! Der ging voll durch ihre Panzerung! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Ich treffe hier noch einen Individuum. Also Schuss von Arti, zweiter. Kette wurde getroffen. So. Sie kann jeden Moment reißen. Was ich jetzt lustig fand, genau da traf die Arti und ich war so happy. Weil ein bisschen weiter neben mir und ich wäre tot. Aber ja. Schlag muss man haben. Nun ja, es gibt doch 3 gegnerische Panzer. Das ist einmal der KV-1. Die Grille und die S120A. Allerdings wurden die noch nicht gespottet, was mich sehr verwundert hat. Das ist die erste, erstmal die Grille. Die erstmal läuft. Sorry, läuft geht ja nicht. Fährt, so schnell sie kann.
Da hab ich mir gedacht, da fahre ich mir erstmal da hoch, schau nach, dass ich nicht runterfalle. So, erstmal Ziel Kraft 1. 78, oder dann Kraft 1. Erstmal der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das war Kraft 1. So, jetzt habe ich dann die SU-122A gesehen. Ein Schuss. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und hab sie dann erwischt. Das waren jetzt seit 1563 Damage. Diesen Panzer habe ich gemeistert, Großkaliber, mit 3 Kills. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da oder ein Like hoch. Ich würde mich freuen. Have fun und Warlord!